Hallo Welt, ja, da sind wir wieder und hier wollen wir nie. Die Grube. Was sind wir, ein Hase? Häschen in der Grube oder wie? Ja, ich glaube, ihr versteht schon, was ich. Ja, nein. Ach, erst wollen wir nach Nord. Wir wollten. Können wir weiter rauszoomen? Ja, können wir. Wir wollten gucken, was hier oben so schön rosa ist. Mhm. Das ist ja noch ein ganz schönes Stück. Na, was ist denn hier passiert? Hat er sich da verlaufen? Ja, wir sind allerdings schon ein schönes Stück gelaufen, wie ich finde. Ja, okay, wir waren ja nicht immer alleine. Also weiter, Richtung Norden, ja? Norden ist nicht zu sehen. Okay, dann Richtung Süden. Dann gehen wir erstmal Richtung Westen und dann gleich, ja, darüber. War doch richtig. Können wir da schwimmen? Sieht mir ziemlich ruhig aus, das Gewässer. Ja, ich glaube, wir kommen darüber. Okay, da sind die Berge. Aber ich glaube, da hinten ist es ganz verbrannt. Da möchte ich nicht hin. Das ist bestimmt nicht schön da. Ein Stein, okay. Wir kriegen vielleicht endlich unser Zuhause zurück. Ganz sicher. Aha. Ich sehe schon, wo ich rüber möchte. Königslachs. Ah, das heißt, wir können nachher dann doch angeln. Oh, hoppla. Hundeangriff. Wo denn? Oh, Hundi. Tut mir leid. Du bist genau in die Schusslinie gelaufen. Weißt du, das ist nicht gut für dich. Gib uns unsere Kugel zurück. Hey. Was machst du mit unserer Kugel? Oh nein, jetzt echt? Können wir uns das entgehen lassen? Wenn es hier große, gefährliche Fische gibt, ja? Dann will ich sofort wieder raus aus dem Wasser. Oh, so weit. Können wir tauchen? Ja. Tauchen geht manchmal schneller. In the forest zumindest. Aber wir sind ja nicht. Doch, wir sind auch im Wald. Aber hier gibt es auch Flüsse und Berge. Und uns wird nicht so schnell kalt. Na also. Jetzt sind wir aber wieder auf der falschen Seite. Ich überlege gerade, ob wir da oben überhaupt hochkommen, irgendwo. Motorboot, ach was, das ist ja viel zu schnell alles. Ein Ruderboot wäre noch okay. Ein Fahrrad oder so. Naja, im Wasser wohl nicht, da brauchen wir kein Fahrrad. Ja, ich glaube, tauchen geht schneller. Ach, geschafft. Zack, sofort die Waffe in der Hand.
Da, alles verbrannt. Ja, das gucken wir uns mal an. Verstrahltes Gebiet? Sofort umkehren. Okay. Ja, umso besser. Ich wollte da sowieso nicht hin. Da brauchen wir einen Strahlenschutzanzug danach, ja? Das ist ein Stein, okay. Habe ich da gerade so etwas wie einen Wasserfall oder so etwas gehört? Ist das auch verstrahlt? Yep. Oh oh, da vorne ist die Todeskralleninsel, oder? Oh, auch verstrahlt? Ach was. So angelt man doch nicht. Das bringt nichts. Ja, die großen Fische, da meine ich. Wenn die uns anknabbern, dann geht's uns mit Sicherheit auch nicht so gut. Also verzichten wir vielleicht weiterhin aufs Schwimmen. Oh, Moment, der kommt. Der kommt an Land. Nö, kommt er gar nicht. Ja, wir brauchen eine Angel. So angelt man nicht. Das ist ja nicht richtig. So. Aha. Ist das hier etwa schon unser Ziel? Ich glaube, nein. Ich meine, ich habe da so etwas... Das könnte es sein. Ach, Quatsch. Das ist doch viel zu nah. Das muss viel weiter weg sein. Das sieht aus wie ein Staudamm. Karte. Oh, das ist noch ein Stück. Aber nicht mehr sehr weit. Wir können, glaube ich, in der Nähe des Flusses bleiben. Ich dachte, das wäre eine Schlange. Was? Hey, niedlich. Ein Eichhörnchen. Putzig. Ha. Wie haben die das da hochbekommen? Moment mal, hier hat was geblinkt. Ja, Blümchen. Moment, sollen wir hiervon kein Foto machen? Ach, das haben sie auch schon beschmiert. Tut mir leid, Kolibris. Ich meine, wir hätten ruhig treffen können. Die Insel? Warum schreist du so, hä?
Ach, die war das mit dem Boot. Oh, praktisch. Die Insel. Naja, da müssen wir jetzt wohl hin, oder? Hat sie an Bord hier noch irgendwas? Wollen wir mit dem Boot darüber fahren? Hier gibt es ziemlich große Fische. Können wir überhaupt mit dem Boot fahren? Scheinbar noch nicht. Oder das ist nur so ein Boot. Ah, das ist wahrscheinlich kaputt, das Boot. Dein Zelt. Ein Wigwam? Ich bin nicht sicher. So ähnlich vielleicht. Ah, das Buch also. Ein alter Bekannter. Ha? Ja, da müssen wir uns jetzt aber reinschleichen. Das heißt, wir gehen hier an Land, schleichen uns dann durch. Das sieht mir aber ziemlich groß aus. Können wir wohl so weit schießen? Da müssen wir, glaube ich, etwas höher, damit die Kugel da so runterfällt. Ach, schade. Ach, da geht schon Alarm rufen. Ein Schuss fällt und die geraten sofort in Panik. Na, das ist doch auch nichts. Noch ist es grün, alles grün. Ja, solange das grün ist. Wir wollen ja sowieso darüber. Das könnte aber haarig werden, so wie es aussieht. Ja, die sind alle weg. Da kommt auch keiner mehr, oder? Die suchen uns jetzt vielleicht. Aber die können ja gar nicht wissen, wo das herkommt. Das Geräusch kann ja von überall herkommen. Egal. Wir schwimmen jetzt mal darüber. Ein Tier? Wie lange können wir wohl die Luft anhalten? Oh. Nicht sehr lange. Ich wusste gar nicht, dass wir so tief getaucht sind. Oh Gott. Irgendwas greift uns an, oder? Da war irgendwas im Wasser. Ich glaube, die sehen uns hier nicht. Oh doch. Irgendwie haben sie uns entdeckt. Da! Warum schießen wir denn nicht? Warum? Was ist denn?
Ach so. Machen Sie Scherze auch noch? Hoffentlich keine Luftunterstützung. Ach, hört mir doch auf! Ergebt euch einfach. Und der eine hockt da drin. Ja, da muss noch irgendwo einer sein. Oben! Die Boote sind auf dem Weg! Oh oh. Oh, schneller. Keine Spur. New Eden war mal eine Sekte, die von Joseph Seed angeführt wurde. Er hat das ganze County mit einer Droge namens Bliss vergiftet. Wenn du dich ihrem Territorium näherst, musst du vorsichtig sein. Es wird merkwürdig und gefährlich. Echt? Gibt's noch ein... Bliss war das, genau. In den Hals. Das muss dir doch wehtun irgendwie. Na, schaffen wir das noch? Warum? Ich hab dir doch nichts getan. Oder doch? Jawohl! Haha! Ah, jetzt wusste ich aber schon Bescheid. Die Insel befreit! Ja, das machen wir aber nicht nochmal. Bliss war das, genau. Und was haben wir gesagt? Joy? Joy gibt es auch, das war aber woanders. Highwayman, Notiz. Ich weiß, diese beschissene Nebelwand ist verdammt unheimlich, aber behaltet sie trotzdem im Auge, verstanden?
Soweit wir wissen, kommen die Hippies immer aus dieser Richtung. Also seid auf der Hut und zielt zwischen die Augen, wenn ihr sie seht. Dann wird alles gut. Aha. Wir haben wieder die Kontrolle über das Wasser. Ja, ist das schön? Gefällt mir das hier? Naja, wenn ihr da seid, wird es euch schon gefallen, hoffe ich. Angeln kann man hier auch. Ja, ach, ist doch gut. Selbstversorger? Ich weiß nicht. Könnt ihr die anderen beliefern? Wo kommt ihr eigentlich alle her? Ach da. Hey. Herc erzählt allen, er wäre auf dem Pfad der Rache. Keine Ahnung, wovon er redet, aber ich weiß, dass er gut kämpft. Hab gesehen, wie er eine Gruppe Highwaymen bei einer Höhle dort gejagt hat. Du solltest dich mal vorstellen. Aha. Das sollten wir vielleicht tun. Tolles Panorama hier. Mensch. Ach, da oben ist immer noch was verschlossen für uns. Unser Kletterhaken. Aber die ist weg. Ich weiß nicht warum. Seeds? Sind das diese Seeds vielleicht? Also bis jetzt kommt mir hier echt noch nichts. Moment, das könnte mir bekannt vorkommen. Ansonsten kommt mir hier nichts bekannt vor. War da oben nicht so eine große Statue von den Seeds? Von Joseph? Nein, Jacob. Joseph. Ich glaube, der Sohn hieß Jacob. So weit sind wir doch noch gar nicht in Far Cry 5. Schick, schick, alles. Ich frage mich ja, ob wir in der nächsten Folge darüber kommen können. Aber ich glaube nein. Einmal noch auf die Karte geguckt. Ja, der Weg stimmt zwar. Ach, wir hätten es auch fast geschafft dahin. Das ist vielleicht gar kein Wasser, das ist vielleicht alles verstrahlt. Ja, dann brauchen wir eine Planänderung. Ja, ich denke mal, das ist verstrahlt alles. Also, das sieht mir nicht nach Wasser aus. Das hier ist Wasser. Und das da ist sowas wie Nebel oder so. Und der ist grün, grün, giftig, grün. Ah, das ist nicht gut. Wir werden wahrscheinlich nie herausfinden. Was das da... Das ist einfach nur ein Baum? Ein rosa Baum. Da bekommen die Zwillinge vielleicht ihre Farbe her. Naja, das war's dann schon. Okay, liebe Welt da draußen, wir sind am Ende der Folge. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.